Nanu, Feuerplatte, Stromstecker, Kabel, was ist das? Ah, ganz klar, Restauration, anders kann man es schon fast nicht sagen, meiner Feuerplatte. Tja, was brauchen wir alles dazu? Stromkabel. Im ersten Schritt Flex mit einer Drahtbürste. Idealerweise wäre da noch der Schutz dran. Ist mal abhanden gekommen. Tja, was braucht man noch? Erstmal den Strom dazu. Ja. Geh halt rein, du Feigling. Eine Schutzbrille. Ganz klar. Weil von der Drahtbürste können die Borsten wegfliegen und ja, die stecken dann überall drin. Und Handschuhe, aber ich glaube, die schützen mich für das Ding nicht so ganz. Drum. Ziehe ich mir ganz einfach meine Petromax-Handschuhe an. Meine Schweißerhandschuhe sind ungefähr ähnlich gearbeitet, aber die sind auch verschwunden. Die Krone machen wir nicht mit, die stellen wir auf die Seite und dann werden wir jetzt mit der Drahtbürste, mit der Flex, man kann auch mit der Hand bürsteln oder direkt mit dem Schleifpapier den groben Schmutz runter machen, aber mit dem Ding soll es am schnellsten gehen und das mache ich jetzt. Die Flex ist elektronisch regelbar, also kann ich schön in der Drehzahl regulieren, so wie ich brauche. Ja, und dann schrubbeln wir erstmal den ganzen groben Schmodderbarts runter und dann geht's weiter. Also, dass das Ding so rostig ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das kommt halt davon, ja, wenn man es ja nicht ganz so pfleglich behandelt, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Und da werde ich wahrscheinlich nicht der Einzige sein. Gut, als nächstes hole ich mir jetzt eine Papierscheibe. Eine Flex-Papierscheibe, Fächerscheibe, seht ihr gleich, was das ist. Und dann machen wir mit dem groben Rost weiter und ich hole euch mit der Cam ein bisschen weiter ran. Ja, und die brauche ich jetzt nicht mehr, da kann ich mir jetzt die anderen anziehen. Und diese Scheiben gibt es mit feinen Schleifpapier und mit grobem Schleifpapier in gebraucht und neu. Ich nehme jetzt hier einfach eine gebrauchte. Mit dem Rost wird die Scheibe sowieso relativ schnell komplett zu sein und fertig. Und naja, dann kann ich immer noch eine andere nehmen. Schutzbrille wieder über die Nase. Na.
Also kein hohles, leeres Geschwätz, mache ich auch. Und jetzt muss man, kann man, muss man aber nicht so rum. Die Scheibe ist jetzt eigentlich komplett zugeschmiert, die ist fertig, die kann ich jetzt endgültig weghauen. Gleich hier mal ab in die Tonne. Weg ist sie, hole ich mal eine feinere Scheibe. Die hat auch noch ein bisschen mehr Profil drauf. Und dann fahre ich das Ganze, was ich gerade abgeschliffen habe, nochmal ab. Und danach geht's mit der nächsten Maschine weiter. Gucken und wo noch extrem dick ist, ja, machen wir noch ein bisschen weiter. Und ja, Leute, ich hätte das Ganze auch sandstrahlen können, aber habe ich euch absolut keine Lust dazu. Das reicht genauso. Und jetzt hole ich die nächste Maschine. Ob ihr hier jetzt einen eckigen Schwingschleifer nehmt, so ein Dreieckstellter Schleifer oder einen Exzenter Schleifer oder auch sogar einen guten Exzenter Schleifer, das bleibt euch überlassen. Die Arbeit ist im Prinzip dasselbe. Wir schleifen das Ding jetzt einfach nochmal komplett mit einem möglichst groben Schleifpapier. Ich habe hier ein 80er und mit dem schleife ich jetzt die Platte nochmal komplett ab. Beziehungsweise können wir hier auch den Exzenter rausnehmen, dann dreht sie sich mehr, dann geht das Ganze schneller und gröber. Und das mache ich jetzt mit der ersten Lage und ja, danach kann ich sie immer noch umstellen. Was natürlich ist, die Scheiben setzen sich verdammt schnell zu, wobei das ja jetzt eine gebrauchte war, aber das war eine gröbere, das waren die 40er. Wo ist mein 40er Schleifpapier? Gefunden. Dann tun wir mal das 80er hier weg. Nehmen wir doch weiter das 40er. Und weiter geht's. Thank you.
So Leute, das mag mir auch schon reichen. Wenn man das Ding komplett sauber kriegen will, muss man sandstrahlen. Anders hat man da eigentlich gar keine Chance. Und ein bisschen Rost wird die Feuerplatte immer haben. Beziehungsweise, ich weiß ganz genau, die wird auch in ein, zwei Jahren wieder so ausschauen wie vorher. Weil ich habe das Gefühl, ich mache da immer viel zu viel Feuer drin, dass das Ding auch viel zu heiß wird. Naja, in der nächsten Benutzung wird es vielleicht etwas anders aussehen. Aber jetzt machen wir sie noch schnell sauber. Ich für meinen Fall nehme hier jetzt einfach einen Bremsenreiniger. Ein Küchenpapier. Und reibe das Ding einfach mal ordentlich sauber ab. Tja, und dann haben wir eine Feuerplatte. Also Spaß beiseite. Wir nehmen natürlich ja Öl. Temperatur. Hey, die hat sogar ein bisschen der Temperatur gekriegt. Aber halt nicht viel. Dann tun wir die Platte ordentlich einreiben. Morgen wird sie wieder benutzt. Ursprünglich sollte ja Besuch kommen, der hätte die frisch renovierte Feuerplatte dann einweihen dürfen. Aber irgendwie, naja, geht bei dem gerade alles drunter und drüber wieder. Aber wisst ihr, was ich jetzt noch machen muss? Ich muss aus der Grillschuhweberkugel meinen Kohlen, mein Feuerrost rausholen und hier rein tun, weil die steht auch noch da. Und den Einbrennvorgang, tja, den dokumentieren wir dann im nächsten Video. Aber jetzt kommt noch schnell der Grillrost rein. So, der Grillrost ist wieder drin. Der Kohlenrost. Dann tun wir das Ding auch wieder drauf. 1, 2, 3, 5, 6. Nee. Dass wir halbwegs mittig kommen. Stinkefinger als Maß aller Dinge. Jawohl. Gut. Sieht halbwegs gleichmäßig aus. Jetzt versteige ich dann echt die Grillschuhkugel. Alte Uhr. So, Freunde, und jetzt wollt euch noch jemand anders was sagen. Ha, mir kann sowas gar nicht passieren, weil ich lasse meine Feuerplatte einfach in der Garage stehen und werde die nie benutzen. Und jetzt ratet mal, wer ich bin. Tschüss. Oh Mann, das war ja klar, dass der alte Sack wieder seinen Senf dazugeben musste. Aber ihr wisst ja, wer das war. Alter Mann da. Gut, wie gesagt, im nächsten Video dann
wird die Feuerplatte frisch eingebrannt und wird was Leckeres drauf gemacht. Und ja, so lang, bis das Video draußen ist, müsst ihr euch noch gedulden. Und was natürlich bei so einer Arbeit noch empfehlenswert ist, ganz alte Klamotten anziehen. Am besten die, was ihr vorher zum Lackieren angehabt habt, die dann sowieso in die Wäsche kommen. Genau. Gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Also rein theoretisch bis morgen oder übermorgen. Wir werden sehen. Ich tue jetzt noch das Krönchen wieder aufsetzen. Ja, und dann kommt die Feuerplatte wieder vor an ihren Platz. Und da gibt es dann das nächste Video. Leider ohne unseren Gast, aber deswegen verzichte ich nicht auf das, was wir ursprünglich geplant hatten. Morgen. Ciao, Ikowski, wir sehen uns.